Lieben, ich dachte, ich drehe mal wieder ein Food Diary für euch und ich fange jetzt einfach gleich heute mal an. Heute ist Dienstag und mein Frühstück ist jetzt hier dieses Croissant. Das ist einfach so ein Nuss-Nougat-Croissant. Das ist jetzt ein bisschen ungesund, aber egal, dazu trinke ich gleich ein Wasser und ja. So, jetzt ist Mittag. Das sieht jetzt leider nicht mehr ganz so schön aus, weil ich habe es erst verrührt, dann ist mir aufgefallen, oh shit, ich drehe ein Food Diary, weil ich da jetzt gerade noch nicht so dran gewöhnt bin. Auf jeden Fall besteht mein Mittagessen aus diesem Salat. Hier ist einfach so ein bunt gemischter Salat und da habe ich noch Avocado reingeschnitten, Tomaten, Mais und ein bisschen Thunfisch. Und ja, den esse ich jetzt und dazu hier so ein Brot mit Frischkäse, das ist ein Vollkorntoastbrot. Dazu schaue ich mir jetzt gleich noch ein YouTube-Video an und genau, das esse ich jetzt. So, das hier ist jetzt mein Abendessen. Eigentlich esse ich ja nicht zweimal am Tag Fleisch. Eigentlich, das ist ja eigentlich kein Fleisch, das ist ja Thunfisch. Aber eigentlich esse ich auch nicht zweimal am Tag irgendwie Thunfisch, weil kein Fisch und kein Fleisch. Höchstens einmal am Tag, aber ich hatte da jetzt noch so viel übrig. Da habe ich noch ein bisschen was reingemacht. Aus dem Mais, Tomatensoße und unten drunter sind Nudeln. Ich habe jetzt verkehrt rum angefangen, das aufzuzählen. Das ist einfach so eine kleine Schüssel voll, weil ich jetzt nicht so viel Hunger habe. Und dazu trinke ich ein Wasser mit Gas. Ich trinke eigentlich nur Wasser und schaue wieder YouTube-Videos, wie immer beim Essen. Und ja, das esse ich jetzt. So, als eine Art Nachtisch quasi habe ich mir jetzt nochmal eine große Schüssel mit Obst gemacht. Das ist eigentlich nur eine Mango und ein Apfel, weil ich brauche immer jeden Tag Vitamine. Ob ich jetzt morgens, mittags, abends einnehme. Auf jeden Fall, genau, esse ich jetzt noch diesen Obst mit noch einem Glas Wasser. So, heute zum Frühstück habe ich jetzt nochmal so ein Croissant wie gestern oder vorgestern. Weil meine Mom einfach zwei Stück gekauft hat und ja, das esse ich jetzt mit einem Glas Wasser. So, heute zum Mittagessen gibt es zur Abwechslung mal wieder was Chinesisches. Wie gesagt, irgendwie bringt meine Mom im Moment jeden Tag was vom Chinesen mit. Und weil sie nicht so hinter dieser vegan-vegetarischen Ernährung steht, bringt sie mir leider meistens was mit Fleisch mit. Und aber nur mit Hühnchenfleisch. Also ich esse eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen, kein anderes Fleisch als Hühnchenfleisch. Und zwar ist das Hühnchen Chop Suey, also mit Sojasauce, Gemüse und Hühnchen. Das ist jetzt auch nicht so viel Hühnchen. Also, naja. Jetzt snacke ich gerade noch was ich neu entdeckt habe. Und zwar ist es Nutella and Go, aber mit Laugensticks. Eigentlich finde ich dieses Nutella and Go total überteuert, weil theoretisch kann man es ja auch so essen. Einfach Nutella. Aber das war mit Laugensticks, da muss ich das mitnehmen. Und zwar sind das halt einfach, okay, eigentlich ist es Salzstangen mit Nutella. Mir dann irgendwann mal aufgefallen, aber das ist halt echt richtig lecker. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Brezen mit Nutella gegessen habt, aber das ist einfach richtig nice. Und davon esse ich gerade ein paar. Ich weiß, das ist extrem ungesund, weil Nutella ist ungesund. Aber hey, man kann sich auch mal was gönnen. So, das ist jetzt mein Abendessen. So habe ich mir einen Karottensalat gemacht. Also ich habe halt einfach eine Karotte mit einem Sparschäler geschnitten und dann Balsamico und Öl drauf gemacht, Pfeffer und Salz und dann noch drei Piccolini-Pizzen. Und davor habe ich noch eine Erdbeerplunder gegessen und einen Kinderpingui. Und heute habe ich so viel Shit gegessen, einfach das bereue ich halt end. Aber darum werde ich morgens Montag mich eine Woche komplett gesund ernähren. Darum, ja, ich glaube, mach noch mal ein neues Food Diary einfach. Ich weiß noch nicht, ob ich den Tag überhaupt reinnehme, aber seht ihr ja. Und auf jeden Fall esse ich das jetzt. So, hier ist mein Frühstück und zwar ist heute einfach so ein Dinkel-Vollkornbrot mit Tomate und Gurke drauf. Und auch so ein bisschen Frischkäse und das esse ich jetzt zusammen mit dem Wasser. Und ich bin so müde. So, mein heutiges Mittagessen, man kann es kaum glauben, ist etwas Chinesisches. Dieses Mal hat es mir mein Freund mitgebracht. Und zwar ist es nochmal Hühnchen-Chop-Soy und ich habe es in diese Schürze getan, sieht so schön aus. Da ist halt Hühnchen mit so Gemüse, Brokkoli, Zucchini und sowas, Sojasauce. Und drunter ist noch Reis. Und das esse ich jetzt. Sieht echt lecker aus. Hier seht ihr jetzt mein super leckeres Abendessen. Wie gesagt, bin ich ab dieser Woche wieder gesund. Und zwar habe ich hier einen Salat, also so einen gemischten Salat mit Thunfisch, Mais, Avocado und Tomaten drin. Und das ist ungefähr so nice. Halt noch mit Öl und Balsamico, weil ich finde, Öl muss einfach in Salat rein, weil das halt sonst nicht verdaulich ist. Und dazu noch ein Vollkorntoastbrot mit ein bisschen Frischkäse und Gurke oben drauf. Und dazu ein Sprudelwasser. Jetzt habe ich mir einfach noch einen Apfel geschnitten. Ich weiß, die schaut echt nicht schön aus, aber ja. Und ich schaue gerade, Fußball spielt nämlich Deutschland gegen Nordirland.
So, jetzt esse ich hier noch einen Kinderpinguin. Ich weiß, es ist ungefähr richtig ungesund, aber ich mache später noch Sport. Und die laufen morgen ab. Darum muss ich, ich habe noch 3 Stück, da muss ich die jetzt halt essen. Zumindest einen. Weil es halt echt schade ist, wenn die dann alle vergammeln. Darum esse ich den jetzt. Das ist mein Frühstück von heute Morgen. Es ist einfach wieder so ein Dinkelsammel mit Tomate, Gurke, Frischkäse und diesmal noch so ein bisschen Putenwurst. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ja, und das frühstücke ich jetzt mal mit Wasser. So, hier seht ihr jetzt mein Essen, ist echt ein bisschen dunkel, weil es ist draußen extrem heiß. Und wenn ich meine Rollläden hochmache, dann wird mein Zimmer auch so heiß. Und zwar sind es so chinesische Nudeln, so einfach mit Sprossen, Karotten und keine Ahnung, was da noch drin ist. Auf jeden Fall ohne Fleisch. Und das esse ich jetzt. Also habe ich vom Chinesen gestern mitgenommen. So, hier könnt ihr jetzt mein Abendessen sehen. Zwar ist es etwas mehr heute, weil ich gerade ewig lang Sport gemacht habe. Also ich hatte 2 Schwimmballett und bin mit dem Fahrrad hin und zurück gefahren. Es hat 32 Grad draußen, es ist extrem heiß. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier so eine chinesische Suppe. Keine Ahnung, das mit Pilzen, Paprika und Sprossen und sowas. Und hier noch so ein Vollkornbrot und irgendwie ist unser ganzes Gemüse heute vergammelt. Die Gurke war verschimmelt und Tomaten waren keine mehr da. Meine Mom war heute nicht da, dann war keiner einkaufen. Und da muss ich jetzt hier so Puter essen und Frischkäse. Ja, und das ist übrigens so ein richtig gesundes Brot. Das ist komplett Vollkorn von innen nach außen. Ja. Wie gesagt, habe ich großen Hunger, darum habe ich mir jetzt noch einen Apfel aufgeschnitten. Und entweder ich esse noch so ein Duplo oder ein Kinderpinguin oder gar nichts von beiden. Das schaue ich mal. Aber ich wollte euch die Ware zeigen. So, heute ist auch schon der letzte Tag von meinem Food Diary und das ist mein Frühstück. Es ist richtig warm drauf und in meinem Zimmer auch. Ich glaube, es hat hier ungefähr 30 Grad drin. Ich sterbe vor Hitze. Aber ich habe mir Bananen-Pancakes gemacht. Also 1,5 Bananen und 2 Eiern und mit gefrorenen Himbeeren. Richtig viele, damit es schön kalt ist. Trink dazu ein Wasser und das ist 11:55, aber hey, Frühstück geht immer. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich das ungesündeste Essen des Food Diaries. Mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe keinen veganen Tag eingebaut, weil als ich den gemacht habe, war ich nicht zu Hause zum Mittagessen, zum Abendessen, nur zum Frühstück und darum, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich einen. Und so habe ich hier jetzt so einen Pizza vom Rewe. Kennt ihr einfach diese fertigen Pizzen? Weil es ist so warm. Ich habe keinen Bock, mir irgendwas zu kochen oder so. Und ich gehe halt gleich noch weg. Darum esse ich jetzt hier diese Pizza mit so Paprika und ein bisschen Salami. Ich glaube, ich spiele runter. Und wenn ich es noch schaffe, habe ich mir noch Sushi gekauft. Ja, einfach mit Lachs, Thunfisch und keine Ahnung, was da drin ist. So fertiges mag ich eigentlich nicht so gerne, aber egal. So, hier ist jetzt mein Abendessen. Und zwar habe ich mir einmal selber einen Karottensalat gemacht. Ich habe einfach mit einem Sparschäler die Karotte geschnitten. Und dann Balsamico-Öl, Pfeffersalz dran gemacht und ein Vollkornbrötchen mit dem Ei und Kiri. Ich weiß nicht, kennt ihr Kiri? Das ist so eine Art Frischkäse. Nur schmeckt es viel besser. Und das esse ich eigentlich immer in Frankreich. Ich wusste gar nicht, dass es auch in Deutschland gibt. Auf jeden Fall ist es so lecker. Und ja.